Wie wirkt eigentlich Koffein? Kaffee macht wach, ist klar, oder? Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie genau Kaffee in deinem Körper wirkt und warum Koffein diese Wirkung hat? Kaffee wirkt sehr schnell, denn das Koffein wird innerhalb von 45 Minuten über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Die Koffeinmoleküle gelangen dann über das Blut durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn. Dort dockt das Koffein an Rezeptoren an, die eigentlich für ein anderes Molekül gedacht sind, das Adenosin. Koffein sieht chemisch sehr ähnlich aus wie Adenosin und passt daher perfekt wie ein Schlüssel ins Schloss. Es blockiert also die Adenosin-Rezeptoren. Normalerweise sollte Adenosin hier andocken. Wenn es das tut, dann werden wir müde, denn Adenosin hemmt die Ausschüttung von Dopamin und Noradrenalin. Wenn nun aber die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn schon von Koffein blockiert sind, dann kann Adenosin nicht wirken. Dadurch steigt nun die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin im Blut. Koffein stimuliert auch die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Die Herztätigkeit, die Konzentration und der Stoffwechsel werden nun angeregt. Das Gehirn gewöhnt sich aber schnell an den Effekt von Koffein und baut einfach noch mehr Adenosinrezeptoren. Dadurch lässt der wachmachende Effekt von Koffein schnell nach und du brauchst immer mehr und mehr Kaffee für denselben Effekt. Gegen diese Abhängigkeit hilft ein regelmäßiger Koffein-Detox. Klick auf den Link im Profil, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest und folge Foodpunk für mehr Hintergrundwissen rund um Koffein in dieser Themenwoche. Und morgen geht es dann um Koffein und Fettverbrennung.